RBTV präsentiert Gerwin trifft, was Deutschlands Promis glauben, mit Hanno Gerwin. Gottfried John, wenn man als Schauspieler Rollen interpretieren muss oder als Autor Personen erfindet oder Handlungen, wo fängt man da an? Man imaginiert sich Figuren, andere Menschen und nach einiger Zeit verselbstständigen die sich. Das heißt, man ist das dann fast nicht mehr selber, sondern man ist eine andere Figur. Ich spiele natürlich gerne die sehr selbstsicheren Staatentypen und würde mal eher behaupten, dass ich das Gegenteil davon bin. Wie ist Ihre eigene Einstellung zur Religion? Alle Religionen, inklusive der christlichen, sagen eigentlich, man soll sich kein Abbild machen. Mhm. Das heißt, weil man durch dieses Abbild in gewisser Weise das wirklich Lebendige verletzt. Wie würden Sie sich Gott vorstellen? Das ist der göttliche Funke oder egal, wie man das nennen will. Also so würde ich mir das vorstellen. Das heißt, es wandelt sich alles um. Es wird, Energie geht nicht verloren, wie wir sagen. Und dieser permanente Wandel, das ist das göttliche Prinzip. Können Sie zu diesem Gott beten? Aber selbstverständlich. Auch da gibt es den Begriff, in der christlichen Religion gibt es den Begriff des Herzensgebetes. Mhm. Also man muss nicht einen festen Ort haben eigentlich. Man muss nicht ein bestimmtes Bild vor sich haben. Man kann nach innen gehen und man wird es innen finden. Mhm. Welche Rolle spielt Jesus Christus für Sie? Ich denke mal, dass das ein hochinteressanter Mensch gewesen ist, der versucht hat, das Prinzip Ursache-Wirkung, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, Rache zu durchbrechen. Die Religion spielt ja oft in der Kindheit eine Rolle. Man lernt es von der Mutter oder von den Eltern. Ich bin eigentlich überhaupt nicht religiös erzogen worden, weil meine Mutter mir gesagt hat, du sollst es dir selber finden. Mhm. Du musst selber herausfinden, was du glaubst, was du denkst. Gibt es einen Satz oder eine Geschichte vielleicht, die Sie besonders anspricht? Ich finde es einen sehr spannenden Satz zu sagen, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Mhm. Das heißt, an den Auswirkungen eigentlich. Das heißt, egal was jemand sagt oder erzählt oder wie heilig er tut, man soll sehen, was daraus entstanden ist. Wenn Sie einmal einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Ich bin relativ wunschlos, glaube ich. Das heißt, ich versuche das Leben im Moment so anzunehmen, wie es ist. Schönen Dank für das Gespräch. RBTV präsentierte Gerwin trifft, was Deutschlands Promis glauben, mit Hanno Gerwin. Info und Kontakt unter 0721 9133 00 und zu sehen auch im Internet www.gerwin.de. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik.